Reden wir doch jetzt mal über die besten Filme 2016 im ersten Quartal. Ihr habt es euch gewünscht, obwohl es auch immer eine monatliche Übersicht gibt. Aber euer Wunsch ist mir Befehl. Und wir hatten wirklich starke erste drei Monate. Und es geht jetzt hier um die besten 12 Filme, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. März Kinostart in Deutschland hatten. Und da fangen wir einfach mal an. Alle Filme findet ihr natürlich auch noch in der Infobox als Übersicht. Auf Platz 12, Erschütternde Wahrheit mit Will Smith, ein Biopic, also eine wahre Geschichte über einen Mann, über einen Arzt in den USA, der eingewandert ist und dort herausfindet, als er einen Leichnam entdeckt und sich nicht erklären kann, warum dieser Mann verstorben ist in noch so jungen Jahren, aber eine Brücke schlägt daran, dass er Profi-Footballspieler war und dabei feststellt, als er ähnliche Fälle auch noch entdeckt, dass es irgendwie einen Zusammenhang vielleicht dazwischen geben könnte und das besonders im Profi-Football extrem aufgepumpte, muskelbelegte Männer aufeinandertreffen. Es kommt zu wuchtigen Aufeinanderstößen, die der menschliche Körper, aber vor allem auch das menschliche Gehirn aushalten muss. Und der Mensch ist von der Natur aus nicht dafür bestückt. Es gibt andere Tierbeispiele, wie beispielsweise der Specht, der eine besondere Funktion in seiner Anatomie hat, um solche Stöße massenhaft auszuhalten. Aber für den Menschen ist das nicht gedacht. Und dabei entdeckt er eine Krankheit, die bis dato noch nicht entdeckt worden ist. Und das ist natürlich für die Riesenindustrie, American Football und die NFL, ein großes Problem. Denn das ist ein Milliarden-Dollar-Industriezweig. Und der hört natürlich ungern, dass seine Sportart, die er zelebriert, vielleicht auch ungesund sein könnte. Und so ist es ein David gegen Goliath-Prinzip von Will Smith, ganz, ganz fein gespielt. Ich fand es eine tolle, feine Geschichte. Für mich auf Platz 12 der besten Filme im ersten Quartal. Auf Platz 11 10 Cloverfield Lane, wieder von J.J. Abrams produziert, genauso wie der 2008er Film Cloverfield. Damals ein Found-Footage-Science-Fiction-Thriller. Dieses Mal mehr nur in Anführungszeichen ein spannungsgeladener Thriller und eine Frau wacht nach einem Autounfall in einem Bunker auf, angekettet. Sie weiß nicht, wo sie ist. Auf einmal stellt sich ihr ein Mann namens Howard vor, wunderbar gespielt von John Goodman. Er sagt ihr ganz klar, du bist hier unten zu deiner Sicherheit, ich wollte dich retten, deswegen bist du hier, denn an der Erdoberfläche ist etwas Grausames passiert, dort kann man nicht hingehen, nur hier unten sind wir sicher. Aber kann man diesem Mann trauen? Und dann ist noch eine dritte Figur mit in diesem Bunker drin und so entsteht wie eine Art Kammerspiel, gefangen unter der Erde und die Frage, was ist da draußen oder ist da draußen überhaupt irgendetwas? Und für mich einer der spannendsten Filme seit langer Zeit, unvorhersehbar und man fiebert richtig mit im Kinosaal, auch abrupt ein Film, der es wagt, sich zu drehen und zu wenden, dabei glaubwürdig bleibt, der hat einen tollen Look und vor allem einen brillanten John Goodman mittendrin, insgesamt einen starken Cast. Wer Spannung mag, sollte sich 10 Cloverfield Lane im Kino ansehen, der kann so einiges, der funktioniert großartig, mein Platz 11. Auf Platz 10 dann Anomalisa, die Geschichte eines Mannes. Das Ganze ist so ein Animations-Stop-Motion-Film, eine ganz eigene Optik, wie beispielsweise in einem Film wie Marion Max, wer den gesehen hat, kann man so in die grobe Richtung Animationsfilme für Erwachsene packen. Ein Mann ist auf Geschäftsreise und checkt wie so oft in einem Hotel ein, aber er merkt so ein bisschen in seinem Leben, da fehlt irgendwie das. Er ist nicht so richtig glücklich, obwohl er eine Frau an der Seite hat und auch Kinder, aber irgendwie denkt er an eine alte, verflossene Liebe, versucht sie zu kontaktieren, bekommt eine Abfuhr, aber dennoch passiert etwas, was ihn sehr verändert und dabei kommt es fast zu Soft-Porno-Haft. Sequenzen in so einem Animationsfilm. Ist ja ungewöhnlich, sich das anzusehen. Aber es ist ein Film über das Alleinsein, über das Deprimiertsein, über das, was ist eigentlich, wenn alles gut ist, aber ich dennoch nicht glücklich bin. Ganz besonderer Film, wer eben Animationsfilme, die eher für Erwachsene gemacht sind, sehen möchte, sollte Anomalisa auf jeden Fall mal auf seine Liste packen. Der Film ist wirklich gut. Mein Platz 10. Auf Platz 9, Quentin Tarantino's The Hateful Eight. Ja, ein Mann möchte eigentlich eine Frau abliefern und dafür das Kopfgeld kassieren. Er ist der Hangman, das heißt, obwohl er sie eigentlich lebend oder tot abliefern darf, sagt er ganz klar, ich bin der Typ, der es eher Leben macht. Das ist die Legende, dass sich um ihn strickt. Aber es kommt zu einem riesen Schneesturm und Blizzard und man muss sich zurückziehen in einer kleinen Hütte. Dort sind aber auch schon andere Männer. Und auf einmal ist alles ein bisschen merkwürdig. Viele eingesperrt in einem Raum. Und man weiß nicht, ob irgendeiner lügt, aber irgendwie scheinen alle ein Problem miteinander zu haben. Und wer Quentin Tarantino-Filme kennt, weiß, das wird nicht unblutig. Und vor allem ein brillant geschriebenes Drehbuch. Der Film ist wahnsinnig lang. Man braucht Sitzfleisch, um sich diesen Film anzusehen, aber orientiert sich eher an den älteren Streifen, an den klassischeren von Quentin Tarantino, erinnert weniger an den Glorious Bastards oder Django Unchained, aber eine richtig sehenswerte Nummer auch für mich hier. Dann Platz 9 der besten Filme im ersten Quartal. Auf Platz 8 Spotlight, die wahre Geschichte einer Crew bei einer Bostoner Zeitung, die aufdeckt, dass es einen Skandal gibt zwischen einem katholischen Priester und Kindesmissbrauch, die aber auch schneller ahnen, dass diese Kreise vielleicht größer sind. Das ist die wahre Geschichte hinter den weltweiten Enthüllungen über Kindesmissbrauch in der katholischen
katholischen Kirche. Und alles nimmt seinen Anfang in Spotlight. Spotlight wird hier bezeichnet oder bezeichnet diese Sondereinheit innerhalb einer Zeitung von investigativen Journalisten, die bereit sind, sich auch mit den ganz Großen anzulegen. Es ist ein richtig spannendes Drama über investigativen Journalismus, auch Kindesmissbrauch als Kernthema mittendrin. Aber darum geht es gar nicht so sehr in erster Linie. Mit einem starken Cast, Spotlight, mein Platz 8, sollte man gesehen haben. Auf Platz 7, Creed. Oder Rocky 7 kann man den Film auch irgendwie einigermaßen nennen. Denn es geht um einen jungen Mann, der der Sohn von Creed ist. Den kennt man ja aus dem, welchem Rocky-Teil? Ich glaube, es ist im zweiten, ich bin mir ganz sicher, als Gegner und auch Freund von Rocky auf gewisse Art und Weise. Und er will selbst Karriere machen als Boxer und versucht eben an Rocky Balboa heranzutreten, ihn als Trainer zu bekommen, der aber ganz klar sagt, nein, mach lieber ein richtiges Leben. Boxen ist vielleicht nicht für dich das Wirkliche. Aber dann kommt es eben zu diese Underdog-Geschichte, einem jungen Mann, der eigentlich alles im Leben hat, der aber das verwirklichen will, was er selber ist, der auch irgendwie die Verbindung zu seinem Vater sucht. Es kommt zu sehr krassen Kampfsequenzen innerhalb des Rings. Das Ganze ist sehr physisch. Der Hauptdarsteller ist unglaublich durchtrainiert. Da merkt man auch, was da für eine Arbeit im Vorfeld von dem Film stattgefunden hat. Und der Film hat tolle Gänsehautmomente und ist eben dieses 1-gegen-1 im Ring und eine schöne Außenseitergeschichte, bei der Sylvester Stallone unglaublich aufspielt, wo man sonst denkt, okay, der ist eher ein Actionstar, der hat nicht umsonst den Golden Globe bekommen und ich hätte ihm auch den Oscar dieses Jahr gegönnt, weil das ist eine feine schauspielerische Nummer und dieser Film, der vielleicht kurz braucht, um in Schwung zu kommen, nimmt dann am Ende so herzzerreißend mit, dass ich sagen muss, Creed ist mir nachhaltig im Kopf geblieben, mein Platz 7 der besten Filme im ersten Quartal. Dann auf Platz 6 The Big Short. Klasse Cast mit Steve Carell, mit Brad Pitt, mit Ryan Gosling, mit Christian Bale, unter anderem Marisa Tomei. Und es geht um eine Gruppe von Leuten, die noch vor 2008, als es zur zur Immobilienblase und Krise in den USA kommt und vor Auslöser einer weltweiten Finanzkrise mitbekommen, irgendwas ist hier faul. Viele Kredite und Hypotheken auf Häuser funktionieren eigentlich nicht. Und die anfangen dagegen zu setzen, gegen die Banken zu setzen und versuchen, das System zu kippen, aber es eigentlich nicht wollen. Aber das, wenn es kippt, sie zumindest reich daran werden sollen. Und es ist eigentlich ein staubtrockenes Thema rund um die Finanzkrise. So witzig, mit so einem schönen Tempo und auch Überraschungen verpackt worden, mit einem richtig fein geschriebenen Drehbuch und einem starken Cast, der voll aufspielt, nicht umsonst auch bei den Oscars gut nominiert gewesen. The Big Short, mein Platz 6 auf Platz 5. Dann Deadpool. Was hat Ryan Reynolds aufgespielt und vor allem in seiner Karriere auch schon auf die Fresse kriegen müssen für seine Deadpool-Performance bei X-Men Origins, aber dann auch irgendwie als Green Lantern. Und jetzt hat er seinen eigenen Solo-Film endlich bekommen, mitproduziert, auch um zu sagen, ganz klar, ich will diese Figur beschützen, ich liebe Deadpool. Und er macht es großartig. Die Geschichte von Wade Wilson, einem Mann, der erkrankt und der in einem Projekt landet, einem Waffe-X-Projekt und dabei besondere Fähigkeiten bekommt, aber vor allem die Liebe zu seiner Frau beschützen will und dabei immer ein großes Maul hat, weil er irgendwie so leicht schizophren gefühlt ist, aber auch nicht wirklich, aber immer mit sich selber redet und dabei entsteht hier ein sehr gewalttätiger Superheldenfilm, der auch alles aus den Angeln hebt, der auch gerne auf andere Franchises draufhaut verbal und der vor allem blutig daherkommt. Und deswegen ist es keine FSK 12 Verfilmung von Deadpool, sondern FSK 16 und das sieht man, das macht große Freude. Wenn man den Film 2 oder 3 Mal sieht, macht er immer noch Spaß von den ersten Credits an, bei dem er sich schon lustig macht über viele andere Filme. Ist Deadpool wirklich eine Augenweide, nicht nur für Superhelden-Filmfans und deswegen hier mein Platz 5. Auf Platz 4, Zoomania, Disney Animation, zeigt nach Filmen wie Ralph Reicht oder Frozen oder zuletzt Baymax, dass sie immer weiter dazulernen. Und in Zoomania ist es die Geschichte von Judy Hopps, einer kleinen Häsin auf dem Dorf, die aufwächst und eigentlich wie ihre Eltern leben könnte, aber sie will Polizistin werden in Zootopolis, der großen Tierstadt. Aber wenn man Polizist sein will, sollte man eigentlich ein großes, bulliges, gefährliches Tier sein. Aber nein, Judy Hopps möchte gerne Polizistin sein und bekommt einen Auftrag und muss sich dabei mit einem Fuchs verbünden, die ja eigentlich natürliche Feinde sind, um diesen zu lösen. Dabei geht es um eine Freundschaft, aber auch letztendlich ein unglaublich kreativ erzählter Film, witzig in vielen Momenten, aber auch mit einer tieferen Message für die Kleinen. Und damit ist es ein Animationsfilm für die ganze Familie, den auch man auch 2-3 Mal sehen kann. Und der macht richtig große Freude. Zoomania, mein Platz 4, sollte man gesehen haben, richtig gut. Auf Platz 3 dann heftiger Film Son of Saul, ein KZ-Drama über einen Mann, der in der Sondereinheit von jüdischen Insassen im Konzentrationslager Auschwitz angehört und da quasi dafür sorgen muss, dass Leute in die Gaskammern getrieben werden, dass sie ihre Klamotten vorher noch ablegen, ihnen andere falsche Versprechen machen müssen, um noch ein wenig Hoffnung zu erwecken, dass sie nicht gleich in den Tod getrieben werden. Und dieser Mann, der diesen Alltag und Höllenalltag erlebt und die Kamera ist die ganze Zeit an seinem Gesicht über diesen Film entlang, da werden wir diesen Alltag mit hineingenommen, reingeworfen, möchte einfach nur einem kleinen Jungen, einem kleinen Leichnam eine anständige Beerdigung
letztendlich ermöglichen. Das ist sein einziger und tiefer Wille in Son of Saul. Ein Film, der zu Tränen rührt, aus dem man rausgeht und auch seelisch ein wenig geschunden sich fühlt danach, der aber erzählenswert ist und wieder in ein wichtiges, aber sehr dunkles Kapitel der Menschheit einen Einblick gibt. Son of Saul, stark mein Platz 3. Auf Platz 2 für mich Raum. Brie Larson hat den Oscar bekommen als beste Hauptdarstellerin für diesen Film. Das Ganze ist eine Buchverfilmung, Geschichte einer Mutter, die mit ihrem Kind zusammen eingesperrt ist in einem kleinen Raum. Was, wie, warum, werde ich nicht erzählen an dieser Stelle, nicht spoilern, sollte man selbst ansehen, aber ein Film, der über die eigene Lebenswirklichkeit in einem engen Raum, besonders die des Kindes, wahrnimmt. Und was ist, wenn man auf einmal weiter gucken kann als nur 10 Meter oder aus einem kleinen Fenster in den Himmel hinaus? Es ist eine Geschichte über eine Liebe zwischen Mutter und Kind, aber auch wie Gesellschaft auf ein absolut perfides Ereignis reagiert. Ein toller Film, Raum ist intensiv und von der ersten bis zur letzten Minute auch mitreißend. Platz 2, nicht umsonst von mir für in diesem Ranking der besten Filme und dann auf Platz 1 im ersten Quartal The Revenant. Den habe ich, als ich ihn gesehen habe, als unglaublich anstrengend empfunden, im positiven Sinne zu ertragen, wie Leonardo DiCaprio, in der Hauptrolle von Hugh Glass hier versucht, weil er zurückgelassen wird, zum Sterben sich zu rächen und auch immer wieder den Tod nur knapp entrinnt und auch immer wieder auch eine körperliche Physis beweisen muss und eine Leidensbereitschaft, die seinesgleichen gesucht hat. The Revenant hat mich von der ersten bis zur letzten Sekunde gepackt. Tolle Lichtsetzung, weil der Film ja nur mit ohne künstlichem Licht auskommt, also nur mit Tageslicht. Also deswegen tolle Lichtsetzung, fast ein bisschen ironisch gemeint, aber positiv an dieser Stelle. Starke Kamera, dann noch Tom Hardy unter anderem im Cast mit drin. Das ist einfach an vielen Ecken total stimmig und The Revenant ein beeindruckender Leidensweg und Film. Für mich der beste Film im ersten Quartal 2016. Damit sind wir durch mit diesem Video. Ähnliches Ranking mit den schlechtesten Filmen folgt dann in den nächsten Tagen. Und welcher war für euch der beste Film im ersten Quartal? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.